Meine Tomatensorten, die neue sieht ihr schon hier im Hintergrund, die ernte ich jetzt mal kurz und dann schauen wir mal, um was es sich heute dreht. Auch hier wieder eine Fleischtomate, ihr seht, sie ist recht groß. Und wie heißt sie? Diese Tomate hat wirklich einen sehr einfallsreichen Namen, sie nennt sich Supersteak. Keine Ahnung, wer sich den Namen ausgedacht hat, klischeemäßig könnte man jetzt sagen, da dachte sich jemand, vielleicht mache ich mal eine Männertomate, dass Männer mehr Tomaten essen. Naja, für mich jedenfalls nicht. Ich esse auch so gerne Tomaten. Ich finde den Namen jedenfalls sehr amüsant. Hier die Pflanze steht in meinem Hochbeet. Auch die wächst hier so schräg über, wie schon mal manch andere Pflanzen. Ihr seht, da hängen auch noch ein paar Klopper dran auf jeden Fall. Zwei, hier nochmal zwei, vier, fünf Stück insgesamt. Die werden auch recht groß. Ihr seht auch richtig dicke, mastige Stämme. Hier muss man schon richtig sagen, richtig dick. Die ist sehr robust und dick, die Pflanze. Also wirklich schön gewachsen und sieht auch so recht robust aus. Die Supersteak-Tomate wird nicht nur die Frucht recht groß, auch die Pflanzen. Man sagt 1,50 m bis 2,50 m ungefähr. Das kann ich auch bestätigen. Die wächst wirklich sehr hoch. Aber wie gesagt, auch recht mastig, richtig dicke Verästelungen und so. Also sie wirkt auf jeden Fall sehr robust. Jetzt hatte ich sie im Hochbeet und ihr seht aber auch, ich zeige es euch, man kann sie auch im Freiland kultivieren. Und zwar ist das die Pflanze hier in der Mitte mit den Früchten hier dran. Die steht ungeschützt, also nicht überdacht. Ich habe sie oben dann gekappt, weil sie mir zu hoch wurde, aber auch, ihr seht hier, wächst recht gut, stabil und gesund. Ich habe die hier als F1-Sorte angebaut. Ich habe sie im Netz aber auch schon als samenfest gesehen. Keine Ahnung, ob das wirklich eine samenfeste Tomate war. Müssen wir mal genauer recherchieren, kann ich euch nicht unterschreiben. Jedenfalls die Version, die F1-Sorte, wurde so gezüchtet, dass sie eben solche riesigen Früchte abwirft und tatsächlich eben auch resistent gegen Weltkrankheiten ist. Wie gesagt, sie wächst ja sehr robust und stabil und die Früchte nebenbei bemerkt, die können auch bis zu 500 Gramm schwer werden. Die dürfte jetzt so 300, 350 Gramm haben. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wie schmeckt die denn eigentlich? Und was sagt er? Habe ich schon schönere Fleischtomaten gesehen. Also ihr seht, die hat recht wenig Samenkammern und da ist recht wenig von dem Klebergram drin. Also für die Leute, die diesen Klebergram nicht mögen, eine gute Tomate schon mal. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob es überhaupt schmeckt. So, ein Stückchen abschneiden. Immer klasse, oder aus der Position mit Schmatzen zu sehen. Ist ganz gut, aber sehr wässrig tatsächlich. Wie gesagt, hat recht wenig von dem Klebergram drin. Schmeckt schon tomatig. Die Schale ist ein bisschen härter. Ist okay. Also schon eine recht wässrige Tomate. Für einen Salat vielleicht schon eher schwierig. Also tatsächlich nicht die beste Tomate. Also bombastischer Name. Da denkt man ja eigentlich, Steak, super. Granatengeschmack würzig vielleicht, aber ich probiere nochmal. Schwach. Doch recht schwach, muss man tatsächlich leider sagen. Okay, aber recht schwach. Ich kaue immer noch auf der Schale rum. Die ist wirklich ziemlich hart. Mich stört es nicht, wer das überhaupt nicht mag. Das ist nicht so die gute Tomate, denn die hat echt eine recht harte Schale. Schade, tatsächlich. Also, ich dachte, die knallt ein bisschen mehr rein. Der Name, wie gesagt, der verspricht viel, aber Name ist hier tatsächlich nicht Programm. Schmeckt nicht so super. Also, ist okay. Also, ich würde mal sagen, ich glaube, ich schmeiße eher einen Kochtopf für eine Soße dann. Aber für einen Salat, also, dafür ist sie zu wässrig. Naja, so ist das halt. Aber sie schmeckt ja nicht schlecht und wie ich immer sage, trotzdem immer noch tausendmal besser wie jede Supermarkttomate. Wir sehen uns im nächsten Video mit der nächsten Sorte wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Jonas.